Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier zum Builder Simulator Demo. Und es geht weiter bei unserem Tutorial mit 7 Treppen. Das letzte Part geplant für diese Demo. Also, ja, ich möchte es toll. So, Servus mal wieder. Hallo, mein großer Baumeister. Servus, hier. Was geht hoch und runter und bleibt um seinem Ort? Treppe. Hahaha. Die Treppe. Ach, stopp. Folg mir. Folge mir. Ich folge dir. Wir folgen dir. Wir werden dir gefolgt sein. Kannst du hier vorne vom Haus bauen? Mhm. Nachdem ich kann die erste Tasche gelangt, benötigst du eine Treppe. Ja, ja. Es ist mir klar, in einigen Fällen ist ein No-Clip ausreichend, aber nur im Kreativ-Modus. Die Aktion wird einfach, aber maximal lohnend sein. Okay. Kaufe eine Treppe im Shop. Drop Ding Treppen. A Treppe. Großartig! Wähle sie nun da aus, für dort, wo du sie auf deinem markiert hast. Wo weiß ich, wo ich gehe jetzt mund. Hä? Im Haus. Und gehen wir mal rein. So, und hier. Amazing. Unglaublich! Je länger ich sie anschaue, denke ich sogar überhaupt nicht nervig bin, weil ich fucking bin. Als wie es mag. Okay. Du musst sie ändern. Passt das Bild auf für Spiel- und Softwareentwicklung. Reißen wir den Verschlagsarm mal nieder. Hä? Wie die verschwindet. Kaufe jetzt die verschiedenen Treppen. Kaufen. Wie schnell. Ja, ich habe auch den ganzen Tag jetzt Zeit hierfür. Ja, wir haben Frieden. Das ist ja, finde ich auch viel schöner als der andere. Das ist wunderbar. Doch, dass du Spaß hast. Jo. Danke und bis später. Gerne, gerne, gerne. Nächstes Tutorial, weiter geht's. Dach. Hey, 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 hey. Sehen uns bei der nächsten Lektion. Folge mir. Ja, dann fahr. Hopp, 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 hopp. Voll schneller. Danke. Da weiß ja jedes Kind. Und das Ding. Wie kannst du mehr raten von Dächern bauen? Aha, anfangen wir beim einfachsten modernsten. Das Flachdach. Schaut schön aus. Lassen Sie beim Dach. Das heißt, ich gehe hier damit in den Shop, gehe hier zu Dach und kaufe hier den beim Dach. Ja. Use the scroll bar or arrows on the controller to adjust the roof angle. Confirm it when you're done. Natürlich gibt es hier keine großartig. Das braucht ist ein Dachbalken. Oh, hier platziert. Ich hab keine Ahnung. Dachbalken sollen wir hier im Shop kaufen. 100. Now your task will be to complete all the necessary roof beams in the hologram. Remember that you can build scaffolding when working at heights. Ja, ich kann das Ding. Ja, ja. Jetzt quatsch weniger. Ich mach ja schon. Mach das, was ich mal von hier unten kann. Oben brauche ich dann auf jeden Fall, muss ich rauf. Das ist mir schon klar. So, dann hier da noch. Aber ich freue mich, dass ich eigentlich sogar von unten das machen kann. Total realistisch, XD. So, dann kommt. So, und das Ding. Und da oben. Das war. Ja, war es.
Schmerzlösung und werden automatisch komprimiert, damit nicht einfach mal gekippt werden muss. Oh, das ist mir klar. Respektieren der Zeit. Nur zum Spaß. Mehr tragen eine Wende. Aha. Zurück zum Thema. Dann bereits das Dach für die Ziegeln vorbereitet. Also kommen die Ziegeln dran. Aber viele Dachziegeln. Ich habe es davor nur 3 zu kaufen. Habe ich mir 100 und das sollte. So, ich muss eigentlich nur down durchgehend klicken. Damit das irgendwie funktioniert, halbwegs zumindest. Na, das da. So. Ah. Wo fehlten dir noch was? Für 200 Dachziegel. Ich kaufe an 200. The wheel on the bill goes round and round. Superb. Super. Lege die Ziegel auf das Dach. Habe ich. Ich habe auch nie in dem Zahnrad gebraucht. Ohne sich immer noch die Dachrinnen fertig zu machen. Meistens gelten die Dächer und Dachrinnen. Geht um Wasser. Ja, ja. Ich weiß, was Dachrinnen sind. Regen, Ding, deutlich reduziert. Genau. Bei der nächsten Lektion. Nächstes Tutorial. So, jetzt kommen wir zum Planer. Willkommen an der Quelle unseres Spiels. Wir nennen ihn Planer. Weil er dir hilft, das gewünschte Haus zu entwerfen, das du dann baust. Klingt das nicht großartig? Ja, du kannst ein Projekt besprechen und, wenn du möchtest, teilst du mit anderen Spielern. Wie cool ist das? Ich werde dich durch die verschiedenen Optionen führen. Da freue ich mich ganz darauf. Gib mir mal das Haus, das wir vorbereitet haben, um dir beizubringen, wie man das tut. Du musst 4 Tools für einen Cursor, Radiergummi und Bogen entfernen. Ja, Cursor ist schaltmäßig gesetzt. Findest Hilfe mit jenen Elementen Werkzeugen in der oberen linken Ecke des Bildschirmes. Versuche die Hilfe auszublenden und anzuzeigen. Fangen wir den tragenden Wänden an. Wählen Sie bei den Elementen aus. Mal. Dieser Fingelei. Good job. Haben wir die Trennwand. Oh. We work on a small plot of land, so we cannot overdo. Remember that there are 3 plot sizes available in the game. So. Das 3. Amazing. Ein Betontrennwand. Hier. Es ist mir schon langsam etwas auch logisch. Betonwand, da habe ich. Großartig. Fenster. Was wir sonst noch brauchen können. Windows. After all, everybody likes to peep at their neighbors. The windows are of different sizes. Wird erhöhen, verringert diese. So warte ich. Damit. Größern. Innentür. Insert 2 interior doors. Bei Innentür hinzu. You can rotate them freely and change the direction of the door opening. See the help panel for available options. So. Looks nice. So, eine Außentür. Now we need to add an external door to get inside. You can check anytime whether the building meets the minimum criteria. Eine Treppe ein, bitte frei sie zu drehen, also die zweite ist zum Beispiel in Position. Ja, schön. Ebene hinzufügen.
hinzufügen, dann eben noch die Option zu. Great! Now you can move freely between levels. Everything you did on the ground floor, you can do on the first kannst du auch im ersten Stock tun. Except for swimming pools and baths, but schwimmbäder that's und Wege, sense, right? Aber das ist gesünder. Oder? Weil man quasi den gehen als Basis. Ja. Können wir auch. Wir müssen einfach richtig für das Problem und Platz benutzen, um es ein bisschen deinen Schwimmbad neben deinem Haus. Cool. So mache ich das. Dann nehme ich ein Quad. Den mache ich jetzt so. Genau. Auf dem Weg den Quad. Habe ich gemacht. Nachdem du den Weg markiert hast, setze ich den Stein an ihrer Stelle. Großartig. Prüfen. Dann prüfen, ob wir alles haben. Ah ja, einfach das hier. Lass uns dieses Projekt speichern. Dann nenne ich das Ganze einfach. So, und ich wechselte das Ding. Projekt 1. Speichern. Großartig. Es bist in der Lage, das auf der jeden Verfügung über auf den geringen Grundstück zu bauen. Größte Grundstück riesig. Richtig viel Spaß. Mach aus. Danke, danke. Wenn du doch keine Zeit mehr geschaffen hast, verbringen möchte, kannst du Option zu verwenden. Doch, bis später. Kannst du den Hauptmenü gehen oder die nächste Stufe? Nein, gibt es nicht mehr. Neues Spiel gibt es nur noch rein den Planer. Das schauen wir uns natürlich jetzt hier auch mal kurz an. Den Planer, so bei mir ist 1616. Das Projekt können wir nicht. Wir haben hier die ganzen Sachen, was wir haben. Also ja, laden. Können wir auch keins, weil wir noch keins haben. Okay, dann kenne ich mich da auch aus. Also Planer auch ganz geil. Und das war's aber auch mit der Demo vom Bildersimulator, denn mehr gibt's derzeit nicht. Aber es ist trotzdem ein geiles Game, vor allem zum Anschauen und so. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Deswegen Link zur Demo unten in der Videobeschreibung. Und dann bleibt gesund, einen wunderschönen Tag noch. Und dann sage ich